Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Deponia. Wir sind jetzt hier stehen geblieben an diesem fucking behinderten Posträtsel. Und es ist jetzt bestimmt schon 5 Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe und ich habe überlegt. Und ich glaube, ich habe es rausgefunden. Das letzte Mal, wir waren schon fast da, glaube ich. Das letzte, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal oder vorletzte war mal. Aber wir haben es geschafft, dass der mittelschwere Vogel das schwere Paket genommen hat. Und er ist dann weggeknallt. Aber ich glaube, der leichte, der lausige Vogel muss in das schwere Paketding rein, damit wir irgendwas erreichen. Weil der fällt dann, ich glaube, früher hin und dann können wir in das Paket rein und dann können wir irgendwas klauen oder so. Und deswegen versuchen wir jetzt in die 3 die 1 reinzukriegen. Beautiful. Das hat schon mal nicht. Ja, das ist schon mal das, was so richtig dumm ist. Ich weiß auch immer nicht, welche Knöpfe ich bewegen kann. Dann kann ich immer nur die mittleren bewegen, aber hier kann ich den ja nicht bewegen und hier auch nicht. Irgendwie ist das richtig crazy. Irgendwie habe ich das noch nicht so. Das macht keinen Sinn irgendwie. Weil hier muss ja ein Nuller sein, oder nicht? Da muss da keine Null sein. Und der hier unten, der muss irgendwie alleine stehen. Ja, jetzt kann ich den hier nicht mehr aktivieren. Das ist stupid. Was kann ich aktivieren? Den kann ich aktivieren und den. Holy shit. Ja, das ist aber noch nicht richtig. Ich muss da irgendeinen anderen aktivieren. Der muss alleine sein hier, der Bastard. Der muss safe sein. Es muss einen Safe Call geben. Aber holy shit. Nein, Mann, der muss da rein. Oder? Oder muss. Warte, jetzt ist der einer in der. Der einer Typ in der 2, aber. Das hatten wir, ich glaube, schon mal. Glaube ich. Naja, das ist Bullshit. Das ist fucking Bullshit. Ja, wir probieren das mal. In der 2 ist die 1 drinne. Den brauchen wir. Den brauchen wir sicher. Ich lass ihn mal so. Vielleicht bringt mir. Okay, warte, wir gucken mal nach. Warte, der eine muss fucking. Der eine muss fucking chillen. Warte, den einen müssen wir zum Chillen bringen. Okay, chill out, bitch. Ich weiß, ich glaube, es geht auch andersrum, aber. Wie entspannt sie auf einmal ist. Genau, das ist es. Naja, wir wollen. Okay, nicht übertreiben und der muss fucking arbeiten. Der muss. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Der muss fucking drauf sein. Okay, los, gib Gummi. Hey, Dad, ich sollte Projekt machen. Okay. Erstmal machen wir den hier. Und sagen, yo, Bitch. Mach mal hier. Ich habe ready. Hier diese Geschenke. Kennen wir ja. Geschenk eingeben. Adresse. Ah, kennen wir. Okay, die chillt. Und die gepowert. Boom, boom, boom. 1, 2, 3, 4. Sweet. Sweet Baby Jesus. Frankierung wird gescannt. Ist so, ist so. Fehler. Das Paket ist doppelt. Paket mit Frankierungsstufe. Auffüllung mit. Genau, jetzt muss der Knickerfolie da reinmachen. Wir brauchen irgendwie diese Folie, aber die muss irgendwie. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus. Warte, was hat er gesagt? Ah, shit. Taube aus. Ah, ich muss. Ah, okay, seht ihr, ich habe wieder falsch überlegt. Wir müssen in das Paket. Hier, wo die 3 steht, in die Mitte, müssen wir irgendwas Lausiges rein. Oh, okay, vielleicht war ich vorher schon richtig. Es geht ja nicht da, nicht um die 2 und auch nicht um die 1. Wir müssen hier irgendwie in einen lausigen Vogel reinkriegen. Oh, shit. Das sind überall mächtige Vögel. We don't need this. Oh, jetzt konnte ich das unten bewegen. Ich glaube, das war gut. Oh, wartet mal. Boah, das heißt, wir müssen den so mittig bewegen, damit der unten der weg ist auf jeden Fall. Boom! Von hier aus können wir arbeiten. Glaube ich. Hoffe ich. Ah, wir können alle Dinger bewegen. Das hier bringt uns gar nichts, ne?
Was dachte ich mir? Ja, das heißt, wir müssen den hier bewegen. Ah ne, der ist lausig. Ist über eine 2 drin, oder? Das ist das Shit. Wir brauchen eine 1 da. Da muss die fette 1 rein, Bitch. Wenn ich das mache, dann ist es ein Dreier in der Mitte. Das soll ja nicht sein. Das ist ja Shit. Das ist Bullshit. Bullshit. Oh. Wir müssen den irgendwie... Wir müssen den... Nee. What? Hier ist der Fette, ne? In der 3. Wir müssen in die Mitte eine 1 kriegen. Wir müssen den da reinkriegen. Aber. Das fragt mich am meisten, ob das gar nicht geht. Um wie viel Grad dreht sich denn diese Scheiße immer? 360, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Sind überall zwei. What the fuck? Na, hier sind überall zwei, aber das ist auch nicht der Sinn des Rätsels, glaube ich. Ah, warte mal, der muss dann Magnet immer haben. Das heißt, wenn wir hier Magnet haben und den jetzt. Oh shit. Ich hab's geswitcht. Oh, wait a second. What? Ach so, shit. Nein, das ist falsch. Ah, warte, jetzt, boom. Ah nein, der eine geht nach unten. That's so fucked up. So dumm, dass ich das nicht alles bewegen kann. Das geht mir auf die Eier. Ich gehe jetzt hier ohne Plan lang. Ich mache hier einfach probieren, geht über studieren. Fuck this game. Vor allem, das ist halt so dumm, dass du nicht immer alle bewegen kannst. Das geht mir auf die Kohones. Die kann ich jetzt nicht bewegen, den auch nicht, aber die beiden kann ich bewegen, Hammer. Bringt mir viel, aber der oben steht da immer noch, der stinkt. Ich glaube, ich drehe mich im Kreis. Geht das über, kann man da, doch, es muss irgendwie einen Einser da geben. Es muss einen Einser da geben. Guck mal, da ist schon ein Zweier drin, aber ich muss ein Einser rein. Damn. Das Problem ist, dass wenn ich die Mitte hier, da ist immer irgendwie, hier muss irgendwie ein Nuller hin, aber das geht nicht, weil egal wie ich den bewege, dann ist hier einer, hier muss ein Dunkler eigentlich hin. Das geht nicht. Der sagt nein. Der sagt hell no. No chance in fucking hell. Und da kriege ich keinen Grün hin. Ich weiß auch nicht, ob der mir was bringen würde. Ich kann immer irgendwie nur zwei bewegen. Das macht mich richtig traurig. Weil das kann ich. Jetzt kann ich drei bewegen.
Es ist chillt der da unten wieder. Der hinten links drücken soll, der ist sowieso dumm. Shit. Das kann ich gar nichts mehr bewegen, bestimmt. Das kann ich den hier bewegen. Ja, aber der unten, jetzt chillen die da oben rum. Dude. What the fuck? Damn. Game is hard. Super hard. Guck, der überspringt das. Bam, auf einmal zack und hier müsste eigentlich wieder ein Schwamm. Aber nein, er sagt nein. Hm. Ist so. Immer brrr. Überall Zweier, nur Jackpot Dreier. Brrr. Wieder Zweier. Brrr. Fuck this game. I hate you. Goodness. So, jetzt haben wir einen Zweier, warte, wir probieren es einmal nur. Vielleicht reicht ja uns, aber ich hoffe, wir haben das letzte Mal schon probiert. Der Zweier nimmt das Dreierpaket. Ich lass sie mal so. Vielleicht bringt. Ich bezweifle, dass dir das was bringt, aber wir können es versuchen. Okay, Bitch. Ich habe hier. Ein Gebadras. Ach, Kinders, Kinders. Frankierung. Ja, ist überfrankiert, wir wissen's. Für das Pack auf. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube auf. Grrr. Dude, das ist die Zweiertaube, die ist recht lausig. Sie kackt auch ab. Aber die kackt da hinten ab, die muss hier vorne abkacken. Die ist zu mächtig. Wir müssen hier irgendwie eine Einsatztaube da reinkriegen, das geht nicht. Das Rätsel ist buggt bestimmt. Das Rätsel ist, ich glaube, nicht buggt, aber... Fuck, mein Brain ist buggt. Das ist bestimmt ganz einfach, aber... Ich verstehe die Mechanics hinter diesem scheiß Rätsel nicht. Drehen, drehen, immer drehen. Komm, wir müssen immer drehen. Wir müssen hier eine 1 kriegen in die Mitte. Das ist fucking impossible. Wir können keine 1 kriegen. Das geht einfach nicht. Weil wir auch wieder nicht alles bewegen. Das ist dumm. Aha, auf einmal geht hier eine 0 oder was? What the fuck? Warum kann ich hier nichts bewegen? I'm so sad. Ja, sowas brauche ich. Genau den von hier. Den Pisser. Den brauche ich hier drinnen. Oh, hatte ich es gerade? Ich glaube nicht, aber. Nee. Das bringt mir nichts, wenn ich mich hier eindrehe. Dann bin ich immer auf der 3 links. Ich glaube, das war schon richtig hier, dass der da drin ist, die 3. Nur jetzt muss ich irgendwie hier die 1 reinkriegen, aber. That's not fucking. Das ist das Problem, ich kann die dann nicht mehr bewegen, wenn die hier sind. Dann kann ich nur noch den hier bewegen, der unten bringt mir nichts. Wir drehen uns im Kreis. Der in der Mitte bringt mir auch nichts, weil der dann hier verschwindet. Fuck. Game is hard. Ja, ich hab sowas am Anfang an. Holy shit. Das habe ich hier auf der anderen Seite. I don't fuck.
Dude, what the fuck? Oh, ich überlege, das echt zu überspringen, ey. Das ist mich zu dumm. Ich weiß ja, was der Sinn ist, nur ich komme nicht dahinter. Das ist mir einfach... Das ist fucking stupid. Ich drehe mich im Kreis. Keine Ahnung, wie ich... fucking das angehen soll. Fucking brain lag. Mein brain lagt hart. Dude, I don't give a fuck. Fuck this. Aha. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir... Okay, warte, ich stehe lieber jetzt. Nicht. Okay, aber ich hatte recht. Die 1 steht da, die 3 steht da und die ist fucking... Okay, fuck, I don't give a shit. Okay. Das war jetzt... Das hat mich zu sehr abgefuckt. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine. Ein Gegner... Was? Dümmstes Rätsel bis jetzt. Ich hasse sowas. Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist auf. Knick ein. Taube aus Groß. Yeah, man, that's the fucking point. Oh, Polsterfolie. Das soll ich die ganze Zeit erreichen, also ich hatte recht mit meiner Theorie. Knick. Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler. What the fuck? Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. What? Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. What the fuck? Lass mich da wieder rein, Bitch. Oh, er geht voll ab. Oh, können wir jetzt die Tür einbrechen? Oh, geil. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Fuck. Oh, ein Ziffernblatt. Ja, können wir das ja drauf anwenden, oder was? Wait, what the fuck? Das geht sogar wirklich. Das ist aber ein ziemlich langer Code, Alter. Eins... Wieso gibt's zweimal eine 3? What the fuck? Warte, kann ich das nur anders anlegen? Geh da mal weg, Alter. Verpiss dich jetzt mal. Wieso gibt's da zweimal eine 3? 1, 3, 2, what? Das war wohl falsch. 4 Ziffern? What the fuck? Ah, wieso ist zweimal eine... Boah, warte mal. 3... 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Okay, let's try this. 3... 6... 4... 9.
Ah, sweet Rufus Baby Jesus. Und gleich ist er im Safe. Okay, das war doch nicht so schwer. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yay. Also ich glaube, ohne seinen Kommentar hätten wir das nie im Leben so schnell rausgekriegt. Aber da er gesagt hat, dass man ja interaktiv mit diesen scheiß Dingern sein muss. Was easy, weil man hat einfach den Zettel genommen und hat ihn angelegt und die Zahl hat einfach nur hat einem einfach nur gesagt, in welcher Reihenfolge, ob es die erste, zweite oder dritte Zahl ist, deswegen auch zwei Dreien. Nehmen wir uns so einen Vogel mit. Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Was ist das denn? Weder Mikro, muss ich mich denn um... Mikro haben wir. Bitch, please. Boom. Fehlt nur noch der Hörer. Ja. Tut der gibt richtig Mayhem auf den Dingern. What the fuck? Gibt's hier noch irgendwas? Kann nicht alles gewesen sein, oder? Darum fehlt doch. Was machen wir denn mit dem Ding, Alter? Mit dem Blitzvogel? Das ist der Tresorraum. Das ist der Tresorraum? Wie? Okay. Was haben wir jetzt? Ballon, Trichter, Vogel, Dietrich. Bohrer. Hebel. Ich habe lange genug. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Was müssen wir machen? Wir müssen den von dem Turm. Der hat doch Kopfhörer, der Spast, ne? Wir müssen den irgendwie. Der hat Kopfhörer. Okay, da reden wir nochmal mit dem. Hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Okay. Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut. So und nicht... Das haben wir schon. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Klitus, oder? Klitus? Der Funkspruch war, ich muss dringend mit... Keine Chance. Die Funkstation ist nur für Angestellte. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben... Okay. Ich gehe dann mal. Mach das! Sehe ich genauso. Kann ich ihm den Vogel... Kann ich ihm ein bisschen... Kann ich ihn anzünden? Damit kennt sich der... Das Einzige, nein, was... Das haben wir und schon in diese Rohre... Warte, was? Damit kennt sich der Kerl... Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein... Ha. Huh. Okay, das heißt, wir müssen ihm irgendwie... Der chillt ja nur. Wo können wir... Ah, okay, für den Vogel habe ich eine fucking Idee. Das könnte klappen. Den stellen wir da drauf. Und er macht dann andauernd... Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Aha. Diese Technik ist voll. Okay. Hier ist eine Nachricht von. Oh, oh. Hä? Okay, das heißt. Warte, er hat jetzt. Digga, das ist schon wieder fishy. Was ich damit vorhabe, ist. Aber noch will ich die Katze nicht. Bam. Diese Technik ist. Okay, wir brauchen eine Katze. Habe ich jetzt mal so entschlossen. Weil ich fucking smart bin. Nächster, bitte! Boah. Cool, kann ich den da drauflegen? Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Das ist ja Nächster, geil. Nächster, bitte!
Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Fuck, wo, was hat er zu den Katzen? Ich hab vergeben, wo sind die Scheiße? Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, hallo, Lotti! Bitte! Nächster, bitte! Okay. Nächster, bitte! Boah, was hat er zu den Katzen gesagt, der Typ? Nächster, bitte! Ey, yo, Bro, kann ich den mitnehmen? Ich kann den nicht mitnehmen. Er hat irgendwas von Ersatzkatzen gesagt. Aber wo chillen die Ersatzkatzen? Müssen die sterben oder so? Ey, yo, Bro. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Dude, aber wo sind die Katzen? Aber hier oben, oh, hier ist ein Mikrofon, Funkgerät. Dude, what the? Huh. Okay. Irgendwie. Hä, aber er hat sonst können doch nirgends Katzen sein, oder? Außer hier irgendwo. Er meinte, er hat hier irgendwo so ein Ersatzding. Oh. Lol. Nöbel splits. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ah, jetzt zwei? Oh, Sweet Baby Jesus, Digga. Oh, Sweet Baby Jesus, okay. Dann muss das jetzt gehen, glaube ich. Nächster, bitte! Genau, nächster, bitte. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Kann ich hier separaten? Aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Nächster, bitte! Ich will ja nur eine da platzieren, oder? Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Können wir der Drugs geben? Nein. Digga, Lotti, chill mal. So, jetzt kommen wir da hoch und jetzt ist der irgendwie out of. Jetzt können wir ihm die Dinger klauen. Hey, huhu. Hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Nächster, bitte. Nächster, bitte. Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf den Haufen zu stellen, dreh ich durch. Das ist mal sicher. Nächster, bitte. Was, uns fehlt noch eine Leitung? Mach das. Du solltest... Sehe ich genauso. Nächster, bitte. Wo ist denn noch eine Leitung? Nächster, bitte! Nächster, bitte! Haben wir hier noch irgendwo ein Telefon? Irgendwo fehlt noch was. Irgendwo können wir noch eine Katze platzieren. Aber wo gehst du noch, bitte! Funk? Automat? Nee, hat man doch keinen Sinn. Nächster, bitte! Poststelle. Haben wir hier irgendwas vergessen? Da können wir da oben vielleicht noch eine Katze hinlegen, aber what? Da fehlt ein Adapter. Kleine Kling, großer Blödsinn. Da brauchen wir die Kopfhörer für, okay. Nächster, bitte! What the fuck. Nächster! Yo. Hallo nochmal. Ah, hallo Bis bald. Tschüss, Dein Funkgerät. Hallo, ja. Dr. Gizmo. Ja, was gibt es? Ich will... Ich höre... Feuer! Unmöglich! Das Sie haben ein... Ja. Das war mein... Es gab ein... Und ich glaube... Ich bin unglaub... Doch, kann... Aus dein... Ich... Ich kann... Kann ich die Katze hier drauflegen? Hey! Was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter nope. Witz! Aber... Okay. Nein! Oh... Gizmo hat meine Philosophie... Shit. Wo
Wo ist noch eine Anlage? Ah, hier ist auch keine, das ist schon abgeschlossen hier. Wo ist noch eine Anlage? Bei Wenzel zu Hause vielleicht? Oh nein, bei Wenzel war nix, ey. Sein Haus war einfach das Hässlichste. Hier konnte man einfach nix machen. Hier unten ist nur die scheiß Quelle. Shit. Wo ist noch eine Anlage? Toni hat auch nichts. Bei uns zu Hause auch. Let's try this. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ha, auf die Notrufsäule können wir die Katze auch nicht draufklatschen. Interessant. Wo könnte man sie noch draufklatschen? Können wir die jetzt benutzen? Inspektor Giss, wir haben einen Notfall. Ja, ich bin's. Die Notrufsäule ist nur zum Melden. Geh bitte aus. Der Telefonist in der Zentrale ist schon... Ja, das ist doch für den Telefonisten. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Wo kann man das noch hinklatschen, Telefonist? Können wir vielleicht doch bei Toni noch irgendwas... Kurbel. Nee. Okay. Wir müssen irgendwie herausfinden, wo wir die letzte Katze hinklatschen müssen. Weil ich habe absolutely no fucking idea. Ah, okay, außer das Rätsel heute. Also das Rätsel hat echt fucking gestunken, muss ich sagen. Ab da ging es eigentlich ziemlich easy peasy voran. War gut ansonsten. Ansonsten war unser Brain smart. Aber im Großen und Ganzen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.